Ein wunderschönes Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei Hegel Dall. Hier ist Hegel und ich hoffe, ich kann euch wieder einigermaßen unterhalten. Wie ich ja in dem letzten Part angekündigt habe, habe ich irgendwie gerade beschlossen, oder was ist gerade im letzten Part beschlossen, dass ich mal mein eigenes Badezimmer, wie man sieht, hier hängt zwar schon mal der Spiegel. Können wir mal kurz woanders hinnehmen. So, mein eigenes Bad zu machen. Weil da kann man nicht mehr drüber schwuppen, gar nichts. Das sieht einfach so müllig aus. Das heißt, jetzt wird erstmal alles verkauft. So, Heizung ist auch neu. Die kann auch bleiben. Das ist mit einer Lampe. Die Lampe kommt auch mal neu rein. So. Dann kümmern wir uns erstmal um eine Lampe. Und bevor die Lampe kommt und der Einbau kommt, kommt natürlich das. So. Ich hoffe, euch gefällt das so, wie ich das mache momentan, dass die Parts kürzer sind. Oh, wir haben sogar einen Punkt. 20% kleiner Verbrauch von Farbe. Gleiche zwei Wände. Sparen kann man nie genug. Mein neuer Ruhe. Ich hoffe euch, dass das so gefällt, wie ich das momentan mache mit den Parts, dass ich die kürzer gestalte. Damit das nicht zu eintönig und zu lange wird, vor allen Dingen, wenn es dann etwas größere Aufträge sind, vor allen Dingen, wenn man die Sachen gerade selber essen und macht. Ja, wahrscheinlich eher wieder nach Deckenlampen. Erlesen kann ist natürlich klar ein Vorteil, dass ich hier so genau extra was fürs Badezimmer. Oh ja, die, ne, ja, hier so schön. Nein. Okay. Nee. Gott. So, jetzt die Auswahl ist aber auch. Mini Halogen. Halogen. Nimm mal die hier, da ist die teuerste. Nee, da ist die teuerste. Nimm mal die. Hell. Stahlschwarz. Ja, ist ein riesen Unterschied zu dem Mensch. Kommt nicht mal so. Übersetzt, leicht übertrieben, aber ist mir auch gleich egal. So, da sieht man wenigstens was. So, jetzt brauchen wir erstmal brauchen wir jetzt Fliesen. Die Tür, die kann auch weg. Die sieht ja auch schon wieder.
Wandfliesen. Welche Nummer denn? Graue Quadrate. Mit Grau. Da hier so Grey. So, machen wir direkt nochmal. Bitte. Muss man nicht mal die alten Fliesen runterholen, da kann man einfach direkt rüber, fällt, egal. Auch wenn man nicht auf dem Büro ist, aber ich weiß ja nicht. Ich habe halt noch nie ein Haus gekauft oder verkauft oder vielleicht kaufe ich das ja mal oder so. Das wird ja direkt wieder bestiegen. Und falls ich bis dahin wieder neue Sachen kaufen kann, kann ich es auch wieder neu aufbauen. Kommen da wieder neue Sachen rein, fertig. Mal abwarten, Tüchen trinken, fertig. Auf jeden Fall. Schnellerer Riesenleger. Das muss sein. Ja, lassen wir erstmal den ein. Ich hoffe nicht, dass der hält, da weiß ich nicht. Ui, guck dir
euch das an. Gut. Ah, Arbeitserleichterung pur. Nervenschonend. Zeitsparend. Wenn der die jetzt nur noch selber in der Hand nehmen würde, das wäre auch noch. Ja, guckt euch das doch mal an. Das ist doch gleich viel. Ne? Und ja. So, können wir die verkaufen? Die brauchen wir nicht. So, streichen mache ich aber gleich nicht. Ich kaufe nur die Sachen neu und baue die an. Keine Angst. Das wird dann, das geht dann auch wieder zu lange. Mit dem Rest hat sich die Jägelinchen ja schon gegeben. Was ist das hier? Kann denn sowas passieren? Bodenfliegen. Bodenfliegen, Bodenfliegen. Mosaik ist ja schon, ne? Aber. Boah, die sind aber auch. Ja, Keramikfliesen. Keramikfliesen weiß mit der Funktion. Ja, nicht mehr in den 70er. Oder Mosaik. Da ist aber auch wieder grau. Grau und grau ist auch wieder durch. Graue Quadrate, alles grau. Die sehen halt alle viel zu grau. Grün ist aber auch nicht doof. Der ist schön. Orange, ne. Und Zeppler. Zeppler. Zeppler, du Sepp. Du Zeppler, du Sepp, du Bärischer. Närrischer. Nicht. Nee, komm. Nur die Mosaik. Weil dann seht ihr jetzt auch einmal, wie das geht mit dem Boden. Einmal drücken. Na. So, gedrückt halten. Und dann könnt ihr. So. Und dann nochmal drücken. Und dann zack, ist gelegt. Drücken. Und das ist gelegt. Das ist einfach. Das ist sogar der Hegel. Aber was willst du mal eine Wand bauen? Geh doch mal weg. Gucken wir mal an der Tür. Eingangstür. Eingangstür. Ja, eine Eingangstür brauchen wir nicht. Nein. Wenn man da sitzt, dann müsste ja schon jemand klopfen oder Türen. Guck mal eine an. Eingangstür. Innentür. Ja. Ich weiß noch nicht, welche Farbe ich nehme für den Raum, aber Bronze, Mahagoni, oh, ganz edel. Außentür eigentlich geworden.
Nimm mal den mal. Die Schütter. Schwupp ist die Kirche da drin. Ja, guckt euch das an. Kann man auch wieder hier in Ruhe gleich. Dann lasst ihr euch das machen. Ah, so. Ne? Und was hat hier drin? So, gucken wir mal. Nach Bad. Bad ist hier. Ah, hier 0815 gibt's ja was. Hier gibt's ja von Flat. Hier gibt's den Flatty. Mit dem fetten Flatty. Tja. Der muss so sein. Schön drücken. Also, nicht auf Toilette, sondern halt so den Schrauben anbringen. Und fertig. So. Jetzt gibt's noch ein Baustielbecken. Ne. Was bin ich? Es kommt nämlich in der Hütte. Kunde Einbauwanne. Wow. Einbauwanne. Ah, gibt nicht so andere. Na gut, nehmen wir das. Was soll's. Könnte ja jetzt. Ist ja eh nur um sich die von den Fingern zu waschen. So, jetzt kaufen wir noch eine Dusche. Eine Einbaudusche. Dann dieses 105 Wert. Meine, die ich verkauft habe, da habe ich noch irgendwas 35 oder so. Könnt ihr euch mal vorstellen, wie liquidiert die war. Da hat auch nichts Schruppen mehr weggebracht. Ah, schön ans Gefälle denken, Kollege. Aber für der Kollege. Nee, das Wasserdingens habe ich nicht am Kopf. Immer alle schön drauf ziehen, ne? Und sieht das Badezimmer alles. Ah,
Sichtschutz. Fertig. Bitte. So sieht er da mal in der Kopf aus. Jedenfalls immer besser als vorher. Brauchen wir noch den Spiegel. Sieht mir aus wie so ein, kann man sagen, so ein Bahnhofsklo. Da, geht da. Ah, kein Platz, aber passt alles rein. Neue Boiler ist installiert. Jetzt kann erstmal eingeweiht werden. Einweihungsparty. So, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Den Rest, den mache ich ein anderes Mal. Bei dem nächsten Part kommt wieder ein ordentlicher Auftrag. Ich danke euch fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen oder auch nicht. Wie gesagt, lasst Likes da, kommentiert, argumentiert, was auch immer, sagt was ihr meint, was ihr denkt, was ihr fühlt. Wenn ihr ins CS möchtet und ihr seid nett, könnt ihr auch gerne mal ins CS kommen. Überhaupt gar kein Problem. Ansonsten braucht ihr auch keinen großartigen Fragebogen oder irgendein Forum ausfüllen, sonst Dinge. Also, nur ignorante Belange. Ne? Also, ich wünsche euch dann noch wie immer schönen Tag, schöne Nacht, schönen Morgen. Haut rein, euer Hegel.